Jallo Leute, jetzt kommt der Gusur nochmal an. Oh, das war ein Fail. Da hat wohl jemand einen falschen Golem. Das passt nicht ganz. Aber egal. Mich stört's nicht. Ich war's nicht. So, folgende Sache. Ihr wolltet von mir bei den Wunschangriffen nochmal ein Only Packer haben. Und ich dachte mir auch, oh, wie machst du das? Natürlich Only Packer. Und klar, Helden dazu und natürlich dann noch die CB, dass ich sogar noch das Rathaus platt gemacht habe. Und dann dachte ich auch, oh, willst natürlich noch ein bisschen was Dunkles rausholen, klar. Weil wenn man das jetzt hochrechnet mit dem Level des Packers, sprich Level 3, also 36.000 mal 8, kommt einiges zusammen. Somit kriegt man das Alex meistens nicht wirklich raus. Aber ich dachte mir, komm, dann bringst du wenigstens noch das so hin, dass du eventuell hier ein bisschen Dunkles ziehst. Und ich muss sagen, krasses Pferd. Alle schön an einer Stelle gedroppt, weil ich mir dachte, kommt, ey, wenn ich jetzt einen Rage reinballere, will ich den halt gleich richtig nutzen, in dem Fall achtfach. Und das war richtig nice. Also das lief ganz geil. So, und dann dachte ich auch, klar, logisch, Helden müssen rein. So, und jetzt war die kritische Phase, wo ich dachte, okay, jetzt wird es langsam schwierig. Ich meine, klar, ich habe Packers, aber es sind immerhin auch Max Magier. Und das gucken wir uns jetzt an. Also ich hatte den Giftzauber mit dabei. Den habe ich hier dann mal so langsam reingeballert. Aber ihr seht selber, nicht so viel passiert. Aber meine Troops haben da richtig gut rasiert. Und das ging ganz nice. Also das passte wirklich von der Menge her auch. Jetzt hat sich das alles noch gar nicht gelohnt. Klar, ein bisschen was Gold, ein bisschen was Alex. Und jetzt kommt aber so langsam der Part, wo man sagt, gut, okay, King greift sich einfach mal das Dunkle und sagt sich, gut, okay, komm, hätte ich gerne. Geht da, ah, okay, da geht ein Packer raus. Cooles Ding. Sieht man immer erst beim nächsten Mal. Und dann dachte ich halt auch, ah, gut, okay, ganz gut gelaufen, dass ich halt das Dunkle bekommen habe, aber ja, das Rathaus hätte ich halt auch gerne noch. Hab ein Haar auf der Zunge. Was ist denn das für ein Mist? Auch nicht schlecht. Und dann dachte ich mir halt auch, gut, okay, komm, CB hier noch droppen und dann habe ich mir da noch Rathaus gesnackt. Und dann war das ziemlich cool. Und wie gesagt, so eine Sachen will ich halt immer wieder bringen. Weil wirklich, es ist halt irgendwo wirklich ein bisschen, ja, das Spiel selber ist ja, hat ja irgendwie was Begrenztes, sage ich mal. Okay, dann macht man mal ein CW und dann macht man epische Angriffe und so weiter und so fort. Und deswegen möchte ich es euch halt immer wieder möglich machen, dass ihr, wenn ihr vielleicht sagt, gut, okay, komm, ich habe ja halt einfach nicht das Elixier dafür. Ich sag mir, hey, mich juckt das null. Null, weil einfach ihr geht vor. Fakt, ihr geht vor, weil wenn ich euch nicht richtig entertainen kann, dann brauchen wir das alles gar nicht machen. Und wenn ihr sowas sehen wollt, dann kriegt ihr das dann fertig aus. So, und dann habe ich mir natürlich, clever wie ich war, vom Megrax gleich noch einen Packer gewünscht. Fand ich ziemlich tight. Der kam gleich zu Fuß und oder bei Fuß oder wie auch immer. Und dann ja, hau ich dann beim nächsten Mal den Angriff dann nochmal raus. Das schneide ich dann zusammen, dass ihr halt zwei Packer-Angriffe in einem Video habt. Und das ist ziemlich nice. Und dann sehen wir uns beim nächsten Angriff. Ja, noch zusätzlich hier, dunkles Elixier ist natürlich langsam am übelst voll werden, weil ich halt im CW noch bin. Ist gerade noch Vorbereitung, Kriegsvorbereitung. Und das ist natürlich so eine Sache, wo ich sage, gut, okay, dann kann ich natürlich nicht meinen King da irgendwie machen. Aber das wisst ihr ja selber. Und wenn ich den dann auf 25 habe, dann würde ich mit der Queen anfangen. Und da muss ich mir halt auch so eine Taktik raussuchen. Ich denke, ich würde das wirklich mal probieren, weil ich habe es schon geschafft sogar, mit King und Highland anzugreifen. Und das hat auch geklappt. Also das geht. Es ist um einiges schwieriger, ganz klar, aber grundsätzlich geht es auch. Vorteil beim King ist halt, da muss man nicht so ganz krass drauf achten, der geht nicht gleich down. Also wenn man da wirklich 10 Heiler hinter hat, dann ist das schon ganz easy. Aber bei der Queen ist das ja immer so eine Sache, da kann es schnell sich mal das Blatt wenden. So viel dazu, bis
Zum nächsten Zusammenschnitt. Reingekloppt. So, da ist Segusor wieder. Packers sind am Start. Alles ready. 8 Stück, also sind dann insgesamt 400, 200 Platz. Und ich habe sogar noch einen in der CB. Ich hau hier nochmal einen von Aragorn raus. Der sagt fast 4K. Also mit Bonus vielleicht 4K, aber ansonsten nicht. Da bin ich ja fast mal ein bisschen gespannt. Aber ich meine, er hat halt auch einen Maxed Packer. Aber wenn ich einen Maxed Packer sehe und dann wieder Level 16er King, ja, das passt irgendwie nicht, finde ich. Es ist halt so eine Sache, das sieht für mich, ich sag's mal, das ist absolut kein Hate, also keine Sorge, Aaron, alles cool. Aber das sieht fast so aus, so nach dem Motto, ach, man war zu faul zu warten und zu maxen. Oder wie seht ihr das? Bei 16 ist schon echt sehr früh, finde ich. So, jetzt hier, zack, los, zack, zack, zack. Ich hätte ihn auch direkt da drinnen gemacht, aber gut, okay. Hier, jetzt seht ihr das halt, einfach die Schnelligkeit. Also hier, dieses Exponentielle, je nachdem, wie lange er drin ist, ist natürlich dann echt geil. So, jetzt, ja, ich würde mal fast sagen, alles in Boran, wa? Das sieht schon ziemlich so aus. Da haben wir einen Maxed Bohrer. Wo ist der andere? Achso, bei dem anderen waren 800. Okay, na, sieht er dann. Also da nochmal 800. Dann sind wir bei 1,6. Und dann haben wir da noch ein bisschen was. Und dann läuft das ziemlich sweet ab. Ja, das ist nicht weiter wild. Da kommt man, kann man rüberschießen und fertig. Dann hat man das schnell. Und ich meine sogar noch ein Two-Star. Einwandfrei. Läuft auf jeden Fall. Geile Geschichte. Aragorn macht den King hoch. So, jetzt will ich natürlich auch nicht verkacken. Ah, nee, ich will mir halt als Ziel wieder setzen, auch wieder relativ viel Dunkles zu ziehen. Dass man halt wirklich sagen kann, oh, das wäre doch perfekt für 8 Packers, oder? Ja, also halt möglichst viel rauszuholen, klar. Wäre vom Alex nicht verkehrt, aber vom Dunklen halt nicht so doll. Lalalala. Ich habe mir nochmal von einem englischen YouTuber jetzt gerade eine Anleitung zum Lava Lunion angeguckt, was aber nicht Lava Lunion war, sondern eigentlich Go La Lun. Und ich meine, wisst ihr selber, in einem Video ist es immer so schnell erklärt, ja, hier, da und da und da und da und da. Ich meine, die Angriffe waren auch richtig gut gemacht, auf jeden Fall. Bloß ob ich das dann im CW so hinkriege, das ist ja die nächste Sache. Vorteil hier auf jeden Fall, ich habe zwei Jumpspells drin. Ich würde fast mal sagen, ich würde die gleich mal droppen. Ich hoffe, ich fliege damit nicht auf die Fresse, aber ich denke einfach nicht. Ah, doch, die werden rausgehen. Ja, okay, dann clearen wir hier draußen kurz mit den Helden und dann müssten die ja reinjumpen, oder? Ja, genau. So wollen wir das sehen. Also, ihr habt es gerade halt auch gesehen. Also, es war ein Fail-Drop mehr oder weniger und man kann aber trotzdem immer noch was draus machen. So ist es nicht. So, jetzt hauen wir hier nochmal einen Rage rein. Oh, den hätte ich jetzt noch nicht ragen müssen, aber gut, okay. Ja, genau, hier, Rachen war, ah, böse, der war schon weg, schade, das ist ein bisschen ärgerlich, aber jetzt jumpen sie darüber, genau, nice, und wichtig, ja, genau, das ist das Wichtige, das ist das, was wir sehen wollten, und dann ist natürlich richtig schnell, richtig dunkel da drinnen bei dem, weil alles Dunkle weg ist, hohoho, ne, dann müsste es ja eigentlich hell sein, genau. Und es wird hell in der Base, alles Dunkle weg. Hahaha, sehr geil, geiler Spruch, Alter. Ich habe deine Base hell gemacht. Wie? Ich habe dir das Dunkle weggenommen. Ha! Ja, es ist schon spät, ich sollte aufhören, Videos zu machen. Ja, sehr geiler Spruch, Alter. Der hat richtig Stil. Okay, ja, also ihr seht selber, ich kann sehr gut über mich selber lachen. Sollte man auch machen können, wenn man YouTuber ist, dann sollte man auch immer mal über sich selber lachen können. Und dann passt das hier. Na komm, nun mach mal hinne hier. Du Päckerchen hier, ab auf die Kanone. Genau, da haben wir nämlich noch zwei. Der wird down gehen gleich.
Die Pekka wird down gehen. Ja, wir wissen ja, sind ja weiblich. Ja. So. Jetzt rage ich die einfach schon mal, die Queen. Ah, schade, dass die Bogies da noch waren. Dass es die dann gleich da erwischt hat. Aber gut, ja, lief ganz nice, würde ich sagen. War jetzt nicht die totale abgefuckte Base. Also jetzt vom Stand des Ausmaxens her. Hier haben wir definitiv Rathaus 8 Niveau, klar. So in dem Bereich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Rest war. Scheiße. Egal, egal. Die Queen ist noch dabei. Und die würde ich auch noch komplett wasten, weil ich danach eh ins Bett gehe. Und dann passt das. Da will ich euch aber, will ich nochmal gucken. Ich denke mal, die 90% müsste ich knacken. Ah, okay, wenn jetzt die Tesla hier übelst rumsplasht, dann nicht mehr. Ah, knapp. Aber das passt, die darf down gehen. Läuft auf jeden Fall. Und dann ist das ziemlich nice. Alles Dunkles gezogen. War in Ordnung. Also für einen Only-Packer-Angriff fand ich nice. Ich gucke gerade nochmal kurz rein. Ja, das war schon. Ja, habe ich den Mund zu voll genommen auf jeden Fall. Das ist hier bis auf die Kanone hier. Hier auch nochmal. Okay, hier, na, die Bogentürme sind auch schon Rathaus 9 Niveau. Aber sonst, klar, X-Bows sind dabei. Aber ansonsten ist das eigentlich noch eine Rathaus 8 Base. Aber wie gesagt, ich habe es hinbekommen. Und wie gesagt, dieses auf einen Fehler reagieren am Anfang halt. Also wie gesagt, ich habe halt gemerkt, okay, Jump Spell ist noch nicht so gut gewesen. Hätte anders gedroppt werden müssen. Dann halt gegensteuern und sagen, gut, okay, komm, zack, zack, man muss noch irgendwas in der Hinterhand haben, was da halt noch clearen kann und fertig ist der Lack. Also dann ist das gar nicht das Thema. Läuft auf jeden Fall, gefällt mir richtig gut. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann nehmt ihr diesen Finger weg und lasst diesen Finger da. Einen Daumen und dann passt das. Ich wünsche euch was. Reingekloppt. Ciao, ciao.